das Töpflein mit dem Hullebullebäuchlein. Ein Märchlein aus Deutschland. Überliefert von Lisa Tetzner. Es war einmal eine arme, alte Frau. Sie war wirklich sehr arm. Sie hatte nicht einmal mehr etwas zu essen. In der Not suchte sie alle Kisten und Kästen aus. Die sahen alle Schränke, auf den Schränken, unter dem Bett. Schließlich fand sie noch ein wenig Mehl. Mehr war nicht da. Daraus kochte sie eine Suppe. Als sie die gegessen hatte, wusch sie das Töpfchen mit dem Hullebullebäuchlein sauber aus. Sie setzte es auf das Fensterbrett zum Trocknen und sagte, »Nun muss ich sicherlich verhungern, wenn mir der liebe Gott nicht hilft.« Sie setzte sich traurig in ihren Lehnstuhl und schlief ein. Wer weiß, vielleicht heute zum letzten Mal. Da kam die Sonne und schien den Töpfchen auf sein Hullebullebäuchlein, so, dass es trocken wurde. Da sagte das Töpflein, »Jetzt trippeltrappelig!« Die Sonne frug, »Töpfchen, wohin trippeltrappelst du?« »Ich trippeltrappel auf den Markt, hol Essen für die arme Frau.« Und das Töpfchen sprang vom Fensterlein herab und, nun, trippeltrappelte in die Stadt auf den Markt. Dort lief es unter den Marktleuten umher und es war erstaunlich, wie wenig Menschen sich wunderten, dass dort ein Topf von ganz alleine umhertrappelte. Vielleicht waren sie auch zu sehr mit ihrem Leben beschäftigt, um dieses Wunder überhaupt zu sehen. Da kam ein Bauer. Der hatte einen Sack voll Bohnen und er wusste nicht, wohin damit. »Töpfchen«, sagte er, als er das Töpfchen stehen sah, »du kommst mir recht gelegen. Ich kann dich gebrauchen.« Er schüttelte ihm eine Menge Bohnen in sein Hullebullebäuchlein. Kaum spürte das Töpfchen, dass sein Hullebullebäuchlein gefüllt war, rief es wieder, »Jetzt trippeltrappelig!« Es machte kehrt und lief zu der armen Frau und ließ den Bauern verdutzt zurück. Gut, immerhin musste er sich um seine Bohnen nun keine Gedanken mehr machen. Bei der Frau angekommen, klopfte es an der Tür an. Das Töpflein mochte ein Bohnendieb sein, aber unhöflich war es nicht und sagte, mach auf, das Töpfchen ist da mit dem Hullebullebäuchlein. Die Frau erwachte. Sie lief an die Tür und öffnete sie. Zuerst war sie ein wenig verwirrt, denn immerhin schien es, als hätte da gerade ihr Topf mit ihr gesprochen. Aber das erledigte sich schnell, als sie die dicken, schönen Bohnen im Hullebullebäuchlein sah und sich über alle Maße freute. Sie kochte diese. Der Topf schien damit einverstanden zu sein, über dem Feuer gehängt zu werden. Immerhin war ja ein Topf. Aß sie, putzte das Töpfchen wieder blank, stellte es aufs Fenstersims zum Trocknen und dachte, einmal hat mir der liebe Gott geholfen. Er hat das Töpflein geschickt. Wird er es auch ein zweites Mal tun? Dann schlief sie ein und träumte von redendem Geschirr. Und erneut kam die Sonne und schien dem Töpfchen auf das Hullebullebäuchlein, damit es trocknete. Da sagte das Töpfchen wieder, »Nun trippeltrappel ich in die Stadt. Hol Essen für die arme Frau.« Es lief also in die Stadt. Hier sprang es in einem Metzgerladen mitten auf den Ladentisch. Die Metzgerin stand dahinter und hatte einen Schopflöffel voll Fleischbrühe in der Hand. Sie wusste nicht, wohin damit. Probleme des Alltags halt. Da sah sie das Töpfchen und ohne groß nachzudenken, das passiert oft, wenn man vor lauter Arbeit nicht mehr weiß, was man eigentlich tut, sprach sie, »Du kommst mir gerade recht!« Dann
goss sie die Fleischbrühe dem Töpfchen in sein Hullebulle-Bäuchlein. Das Töpflein spürte, wie sein Hullebulle-Bäuchlein warm und voll wurde und gurgelte: Jetzt trippeltrappelig! Es sprang vom Ladentisch herab und trippeltrappel und ein wenig plitschplatsch zu der alten Frau zurück. Es klopfte an die Tür und rief: Das Töpfchen ist da mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Mach mir die Tür auf. Oh, und wie freute sich die arme Frau. Sie öffnete die Tür, holte das Töpfchen herein und trank die warme Fleischbrühe aus. Dann putzte sie das Töpfchen wie eine Besessene schön blank. Ja, sie schrubbte es aus Leibeskräften, wie sie noch nie geputzt hat. So blank war es nicht einmal mehr gewesen, als es nagelneu war. Sie polierte es beinahe mit den Waschlappen und stellte es auf das Fenstersims zum Trocknen. Wieder kam die Sonne und trocknete es mit ihren Strahlen, diese so schön auf das Hullebulle-Bäuchlein schienen. Da sprach es erneut: Nun trippeltrappel dich. Töpfchen, liebes Töpfchen, fragte die Sonne, wo trippeltrappelst du denn heute hin? Ich trippeltrappel zum reichen Mann und hole Geld für die arme Frau. Gesagt, getan. Das Töpfchen trippeltrappelte zum reichen Mann und mitten hinein in sein Zimmer. Der reiche Mann saß gerade an seinem Tisch und zählte sein vieles Geld. Denn das war, was ihn glücklich machte, und er dachte dabei, wie er noch glücklicher wäre, wenn er noch viel mehr zum Zählen hätte. Dabei hatte er jetzt bereits so viel, dass er nicht einmal mehr wusste, wohin damit. Da sah er das Töpfchen mit seinem Hullebulle-Bäuchlein und rief: Ha! Na, du kommst mir gerade recht! Er schüttete zahlreiche Münzen in das Hullebulle-Bäuchlein und zählte lustig weiter. Kaum aber merkte das Töpfchen, dass es gefüllt war. Da hüpfte es vom Tisch herunter und sprach: Jetzt trippeltrappelig! Anders als die zwei zuvor bemerkte der Reiche dieses sofort. Aber da er sich nun vor mehr räuberischen Töpflein fürchtete, denn wo einer ist, lauern vielleicht noch mehr, lief er dem Töpfchen nicht nach und schluchzte nur: Oh weh, oh weh! Während er dem Töpfchen zusah, wie es mit seinem Geld hinaus zur Tür auf die Straße lief und verschwand. Und begann den Rest seines Geldes zu zählen, um zu wissen, wie viel er nun noch hatte, und beäugte misstrauisch jedes Haushaltsgeschirr dabei. Das Töpfchen klopfte bei der armen Frau an und rief: Mach auf, mach auf! Das Töpfchen ist da mit dem Hullebulle-Bäuchlein. Die Frau kam eilig gelaufen, denn wer weiß, vielleicht wurde da gerade die nächste Mahlzeit kalt, und öffnete. Als sie die vielen kleinen Goldstücke sah, wurden ihre Augen sehr, sehr groß, und sie holte ihn eiligst hinein, leerte ihn auf ihren Tisch aus, und dieses Mal nahm sie sich keine Zeit, das Töpfchen zu waschen. Sie stellte es auch nicht erst auf das Fenstersims in die Sonne, sondern sie jagte es direkt zur Tür hinaus und rief: Töpfchen, lauf rasch noch einmal zum reichen Mann und hole mir mehr, mehr, mehr! Und schloss die Tür. Da stand das Töpflein und wurde sehr, sehr böse und brummelte: Jawohl, jetzt trippel, trappel ich. Es trippeltrappelte nicht zum reichen Mann, nicht in die Stadt oder zum Markt. Es lief aufs Feld und stellte sich unter eine Kuh. Hier blieb es so lange stehen, bis die Kuh den Schwanz hob und etwas in wirklich allzu großer Großzügigkeit fallen ließ.
Das war kein Klecks. Das war ein Platschen, meine Freunde. Und glaubt mir, es roch nicht gut. Das Töpfchen aber fühlte, wie sein Hulle-Bulle-Bäuchlein wieder voll und durchaus etwas wärmer war. Drehte sich um und sprach, jetzt trippeltrappelig zurück. Kam zum Hause der nicht mehr ganz so armen Frau, klopfte an die Tür und rief, mach auf, das Töpfchen ist da mit dem Hulle-Bulle-Bäuchlein. Die Frau musste dieses Mal nicht zur Tür rennen, denn sie hat direkt darunter gewartet. Sie öffnete diese, zog den Topf ins Haus und griff gierblind geifernd hinein. Als sie aber fühlte, was da so reichlich in dem Hulle-Bulle-Bäuchlein drin war, wurde sie durchaus sehr ungehalten. Sie nahm das Töpfchen und in einem hohen Bogen schleuderte sie es aus dem Fenster hinaus. Hätte sie zuvor das Fenster auch geöffnet, wäre das Töpflein nicht nur weiter geflogen, sondern sie hätte danach auch noch ein Fenster gehabt. Nun hatte sie kein Töpfchen mehr. Das Töpfchen aber trippeltrappelte in die weite Welt und kam nie mehr zu der alten Frau zurück. Es läuft heute noch. Vielleicht begegnest du ihn mal irgendwo. Sei freundlich zu ihm und ein guter Putz würde ihm auch ganz gut tun. Ihr fragt euch jetzt bestimmt, was aus der armen Frau geworden ist. Nicht wahr, meine Freunde? Ich bin ehrlich zu euch. Ich weiß es nicht. Doch war sie wohl gestraft genug, da sie nun kein Töpfchen mehr hatte? Man stelle sich das nur vor. Wie bald allerdings ihr Geld zu Ende ging, auch das weiß ich nicht. Sicherlich hatte sie eine ganze Weile zu leben. Verhältnismäßig. Immerhin war sie damals schon sehr alt gewesen.